unglaublicher Moment für Hobbyastronom Andrew McCarthy. Aus seinem Hinterhof schießt der Fotograf spektakuläre Aufnahmen der Sonne. Sein Equipment: ein handelsübliches Teleskop. Unter den sowieso schon spektakulären Aufnahmen das eine Foto, vielleicht das Foto seines Lebens. Andrew sagt, dass vermutlich die meisten Menschen die Sonne noch nie so detailgetreu gesehen haben wie aus seiner Aufnahme. Von Hand ist Andrew dafür durch die 100.000 Fotos seiner Session gegangen. Die gesamte Länge der Aufnahme etwa 45 Minuten. Das Berechnen der Dateien mehrere Tage. Bei den Profis der ESA geht das natürlich schneller. Auch die Europäische Weltraumorganisation hat erst vor kurzem Aufnahmen veröffentlicht. Hintergrund: die derzeitig hohe Aktivität der Sonne. Die Aufnahmen der ESA stammen von der Raumsonde Orbiter und bieten natürlich weitere Details. Das Bemerkenswerte an den Aufnahmen von Andrew ist aber: diese Bilder sind von der Erde aus in einem Hinterhof entstanden und ohne die technisch extrem ausgefeilte Ausrüstung, die der NASA zur Verfügung steht.